Die meisten Menschen wollen in ihrem Leben etwas verbessern, etwas ändern. Wenn du ihnen dabei helfen kannst, dann kannst du doch auch davon leben. Habe die Ehre, in diesem Video geht es darum, warum du als hilfsbereiter Mensch dich vermarkten musst. Wenn du es kennst, die Situation, du gehst einer Tätigkeit nach, auf die du überhaupt keine Lust hast, die du eigentlich nur machst, um Geld zu verdienen, die dich eigentlich anekelt. Wenn du morgens aufstehst und daran denkst oder auch am Sonntagabend, gehst du in dich rein und dein Herz sagt dir so, ich habe da keine Lust mehr drauf, das kotzt mich an, ich mache es eigentlich nur fürs Geld, weil dir es gesagt wurde, dass du Geld verdienen musst und dass es Geld verdienen schwierig ist und dass es damit zu tun hat, dass du Dinge tust, die du überhaupt keine, die dir überhaupt nicht am Herzen liegen, die dir überhaupt keinen Spaß machen. Ja, dann bist du in diesem Teufelskreis drin, der dich dahin treibt, dass du irgendwann mal sagst, hey, jetzt geht's gar nicht mehr, jetzt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr in dieser Welt leben. Ich brauche was anderes. Ich muss auch an mich mal denken, an meine Gesundheit. Aber du traust dich einfach nicht, diesen Schritt zu gehen, weil der Schmerz vielleicht noch nicht tief genug ist. Weil du noch nicht erfahren hast, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass du vielleicht Talente hast, Kenntnisse, die immer mal wieder sich zeigen, weil du sagst, hey, genau da gehe ich auf, das macht mir Spaß zu machen, meine Kreativität auszuleben. Aber letztlich sagst du ja, nein, da gibt es schon so viele Leute, die auf dem Markt sind, die das machen und die machen das viel besser und ich bin nicht gut genug. Und ich habe da auch gar keine Ausbildung da drin und ich kann das auch gar nicht, dann wird sich auch nie was tun. Und warum passiert nichts? Weil du noch nicht die Entscheidung getroffen hast, weil du noch nicht gesagt wurde, dass es vielleicht anders gibt, dass es Möglichkeiten gibt, dass es ja, Prozesse gibt, die dich dahin führen. Und ganz einfach passiert nichts, weil du kein Selbstvertrauen hast und dir vielleicht auch dein soziales Umfeld nicht unterstützend wirkt und daher bleibst du da, wo du bist. Diese Geschichte kenne ich ganz genau, diese Geschichte, die ich mir selbst erzählt hat. So ging es mir genauso. Ich dachte, ich konnte nichts ändern. Ich war in diesem Wahnsinn gefangen, dass ich so lange arbeite, bis ich umfall, weil mir es auch vorgelebt wurde von meinem Vater, von meiner Familie, von meinen Großeltern, die eigentlich nur ihr ganzes Leben damit verbracht haben, ja, zu arbeiten. Und was es eigentlich braucht im Leben, ist doch die Selbstbestimmung, ist doch so zu sein, wie du wirklich sein willst, wie du bist, wie du innerlich spürst, dass du eigentlich leben willst, aber es dir immer noch fehlt an Informationen, an Mut, an Energie, diesen Schritt zu gehen. Und sicherlich kennst du das auch, und so ging es mir auch selbst, dass du irgendwann mal festgestellt hast, hey, ich habe eigentlich Informationen, ich habe auch schon eine Entwicklung durchgemacht, ich habe Informationen bekommen, wie ich meine Gesundheit verbessern konnte, wie ich mich selbst heilen konnte. Und vielleicht kennst du das auch, du hast dich selber schon, dir selber schon geholfen. Ob es jetzt gesundheitlich ist oder sei es Informatik oder beruflich oder persönlich und sagst, hey, genau das möchte ich, diese Art von Informationen, diese Hilfe möchte ich eigentlich auch anderen anbieten und vielleicht könnte ich da auch eventuell Geld damit verdienen. Allerdings fehlt dir immer noch das Wissen, es fehlt dir immer noch die Zeit und die Muße, die Energie, dich wirklich mal in Gang zu bringen, weil du Angst hast, in diese Ungewissheit zu gehen, in das Risiko einzugehen, für dich einzustehen und dieses Abenteuer anzunehmen und zu sagen, hey, schau mal, was passiert. Ich habe aber nur ein Leben und weil die Zeit knapp ist und ich auch schon einen gewissen Fortschritt bin, was dein Alter angeht, hast du vielleicht Bedenken, dass dir die Zeit nicht ausreicht und dass du nicht genügend Erfahrung bereits gesammelt hast, um diesen Weg zu gehen, um diesen Schritt in ein selbstbestimmtes, in ein freies Leben zu führen.
Bei mir hat das Ganze 3 Jahre gedauert, bis ich geschafft habe, endlich die Entscheidung zu treffen, dass ich jetzt diesen Weg in die Selbstbestimmung, in die Selbstständigkeit wage. Ich gebe dir mehrere Fragen mit, die dir helfen, zu stellen, wie du eigentlich diesen Weg gehen kannst und dass dir die Entscheidung leichter fällt. Als hilfsbereiter Mensch dein Wissen, deine Person, deine Energie weiterzugeben und davon auch leben zu können. Die erste Frage war, was kann ich überhaupt? Wer bin ich? Was kann ich? Was macht mir Spaß? Bei welchen Tätigkeiten vergesse ich die Zeit und verliere ich den Sinn für die Zeit? Und was hat auch eine Auswirkung auf die anderen Personen, denen ich diese Information weitergegeben habe? Bekomme ich da die Resonanz oder bekomme ich die Energie zurück, auch wenn es nur ein Dankeschön ist, dafür, dass ich meine Energie reingesteckt habe? Was bringt den anderen Mehrwert? Was bringt mir auch Mehrwert? Wie kann ich weitergehen in meinem Leben, um Menschen einen Nutzen zu bringen? Mit was? Und wenn ich diese Idee habe, gibt es dafür einen Markt? Denn dein Fehldenken ist vielleicht, hey, wenn es da einen Markt gibt und wenn es da schon Konkurrenten gibt und die verdienen da schon viel Geld damit und der Markt ist eigentlich schon gesättigt, das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass es funktioniert. Also gibt es einen Markt? Wenn ja, gut. Wenn nein, vielleicht ist es dann nicht das richtige Produkt oder es ist nicht erfolgreich, weil die Nachfrage nicht da ist. Dann ist die Frage, wie komme ich an meine Ziele? Wie komme ich an die Selbstständigkeit? Was brauche ich dafür? Wen brauche ich dafür? Welches Wissen brauche ich dafür? Und gibt es einen Plan, der mir hilft, dahin zu kommen, der mir erklärt, jemand, der mir erklärt vielleicht auch, wie ich das Ganze technisch, wie ich das Ganze strategisch aufbauen kann, damit ich dann auch von meiner Selbstständigkeit leben kann und ja, die Leute erreiche, mit denen ich zusammenarbeiten will. So, und die letzte Frage, die entscheidende Frage ist, warum hilfst du eigentlich? Und warum sollst du auch helfen? Denn helfen für mich bedeutet, dass ich nicht nur andere dadurch bereichere, dadurch, dass ich mein Wissen, meine Energie, mein Können weitergebe, sondern dass mich erstens auch mich selbst bereichert, weil ich auch von anderen viel lerne, so ganz dem Gesetz der Resonanz. Das, was die anderen mir zurückgeben, ist vielleicht auch noch ein Thema bei mir, was ich schauen darf, weil nobody's perfect, niemand ist perfekt, man kann selber immer weiterlernen und von sich selbst auch lernen und von seiner Wirkung, die man ausstrahlt auf andere und was die einem zurückgeben. Und zum Thema Bereicherung ist auch ganz wichtig zu sagen, hey, das Ganze provoziert einen Schneeballeffekt. Ein Schneeballeffekt, weil wenn du Leuten hilfst und die sich dann durch diese Hilfe bereichert fühlen, ihr Leben sich verbessert, ihr Leben sich komplett ändert vielleicht, dass sie das auch weitergeben und dadurch du dazu beiträgst, alleine aufgrund dieser Entscheidung, dass du dich dazu befähigt hast, dass du es erlaubt hast, deinen Weg zu gehen, hast du andere dadurch inspiriert, hast du anderen geholfen und die geben das dann auch weiter. Also trägst du dazu bei, dass die Welt sich verbessert. Zweitens, warum du auch helfen sollst, ist, weil du dich einfach auf eine ständige Entwicklung dadurch einlässt, auf eine Abenteuerreise dich begibst, die dich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich weiterbringt und dir so viele neue Facetten zeigt, so viele neue Erfahrungen bringt und dir zeigt eigentlich, aus welchem Holz du geschnitzt bist und du dich immer wieder selber auch kontrollieren darfst und dich analysieren darfst, um zu verstehen, wie kann ich es noch besser machen. Und du dadurch erkennst letztlich, dass eigentlich dein Leben und alles, was du machen kannst, grenzenlos ist. Es gibt da keine Limits mehr. Du kannst alles dir schaffen, was du wirklich bereit bist zu tun. Und mit deiner Hilfestellung, mit dieser Entscheidung, dich selbstständig zu machen, dieses Wissen zu haben, diese Gewissheit zu haben, dass wenn ich den richtigen Plan habe, wenn ich die richtigen Schritte befolge, wenn ich da eine gewisse Disziplin auch aufbringe, dann kann alles möglich sein, dann kann ich mir alles erschaffen, was ich nur brauche und was ich wirklich von Herzen brauche. Und der dritte und der letzte Punkt ist diese Selbstständigkeit, diese Hilfestellung, die du anbietest, die macht dich reich.
die kann dich nicht nur reich machen im Sinne von finanziellen oder im Sinne vom Geld, weil du ja auch etwas verlangen darfst für deine Energie, für deine Hilfe, die du reinsteckst. Und was ist schlimm daran, mit deiner Hilfe Geld zu verlangen und Geld zu bekommen und das zu tun, was du liebst? Indem du deine Liebe weitergibst, kriegst du auch wieder Liebe in Form von Geld von den anderen Personen zurück, die dich schätzen und das schätzen, was du ihnen gibst. Und dann geht es nochmal zum Thema Erfahrung. Du wirst einfach reich durch Erfahrung im Umgang mit Menschen. Das ist die bereicherndste Erfahrung überhaupt, die du machen kannst. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten festzustellen, was noch alles an Reichtum generiert werden kann im Sinne von sozialen Kontakten, von neuen Geschäftsmöglichkeiten, von deiner persönlichen Weiterentwicklung, von Hilfestellungen, die du auf bestimmte Art und Weisen machen kannst, die du eigentlich noch nie vorher, an die du noch nie vorher gedacht hast. Alleine durch diese Entscheidung, anderen zu helfen und dadurch zurückzubekommen auf gewisse Weise, ob es jetzt geltlich ist oder unentgeltlich oder andere Arten von Energien, die dich einfach viel weiterentwickeln lassen, als du eigentlich jemals von dir gedacht hast oder jemals du dir erlaubt hast, auch es zu denken. Und das Letzte ist, du wirst reich an Wissen, an Freude, an Lebensenergie. Deine Energielevel steigt einfach, weil du das jeden Tag machst, was dir Spaß macht. Weil du anderen Leuten dadurch unterstützend beiseite stehst. Weil du immer wieder auch diesen Widerhall bekommst an Energie, den du ausschenkst, auch dir gegenüber. Du sagst, heute mache ich mal wieder das. Heute verbessere ich meinen Auftritt. Heute verbessere ich meine Rhetorik, heute verbessere ich meinen Internetauftritt und dadurch, dass du diese Entscheidung getroffen hast, überhaupt diese Verbesserung einzugehen, werden sich großartige Dinge auftun und du wirst aufblühen in deinem Dasein und maximal inspirierend wirken für die Leute, die auch so diese Art von Gedanken haben, die sich auch danach fühlen, geholfen zu werden oder die sich fühlen, die fühlen, die spüren, dass sie Hilfe brauchen. Oder die sich inspiriert fühlen, weil sie nie gewagt haben, einen Weg zu gehen, den du auch gegangen bist. Und das alles kann möglich sein und das alles ist noch viel simpler, indem du einen Prozess verfolgst, indem du einen Plan hast, wie du genau rangehst, was du zu tun hast, dass du nicht mehr in dieser Ungewissheit, dieser Unsicherheit ausgeliefert bist und dir ständig sagst, hey, was passiert, wenn? Ja, aber andere haben es ja auch schon probiert und die haben versagt und die machen das schon 3 Jahre lang. Aber du bist derjenige, der weiß, dass andere es auch geschafft haben. Warum sollst du es dann nicht auch schaffen? Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Like dieses Video gerne. Abonniere meinen Kanal. Und jetzt ist Zeit zu klingeln. Drück auf die Glocke. Und mach dir einfach ein schönes Leben. Sei es dir wert. Biete deine Hilfe an. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.